Weiter geht's bei Hogwarts Legacy und wir haben einen Brief bekommen. Guten Tag, ich benötige Unterstützung für eine Lieferung und dachte, Sie wären vielleicht interessiert. Ja, das habe ich doch schon gemacht. Egal, jetzt gehen wir zum Raum der Wünsche. Nee, wartet kurz. Ja, ich weiß, ich muss mir auch noch einen Besen kaufen, aber ich möchte jetzt den Raum der Wünsche haben. Dafür ist der Part heute da. Wir müssen dann hochgehen zum Raum der Wünsche, aber dann ist das so. Und ich habe so Bock, den richtig cool einzurichten. Dieser ganze Part ist nur, richte den Raum der Wünsche ein. Und... Rebellio. Los geht's. Ja, Schatztruhen nehme ich im Moment nicht, weil ich das dann immer ständig verkaufen muss. Ich warte mal, bis ich mehr Speicherplätze habe. Dann müssen wir dreimal hier... Wandteppich von Barnabas, den Bekloppten ist das. Professor Weasley? Irgendwo, wo uns keiner sieht. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und... bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Hier. Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum. Wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden, indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Herr Willio. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Deek? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Deek, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanescu zu lehren, den Verschwindezauber. Wo mit verschwindet Ivanescu das denn dann kann hin? Man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Oha, okay. Linke Maustaste und F brauche ich. Wunderbar. Nun zaubern Sie bitte Ivanescu auf diese Stühle. Wo ist Ivanescu? Was macht der? Lässt Gegenstände verschwinden? Ja, das kann ich schön hier hinlegen. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Die ganze Zeit schon über Mondstein verfügt. Ich habe da schon voll viel von. Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Das ist ja dieser Raum, wo man was verstecken kann. Gibt's auch bei Harry ist Potter. Das? Können Sie nicht Herrje, meine alte Schultasche. Ich habe mich immer gewundert, wo sie hin ist. Hey, wo ist Ihre alte Schultasche? Dabei war sie die ganze Zeit hier. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir Deek finden?
Ja, Professor. Jetzt darf ich hier rumlaufen. Erkunde den Raum der Wünsche. Reparo. Legioso. Akio. Egal. Revelio. Legioso. Akio. Ja, wow, was soll ich jetzt machen? Ist das da eine Toilette? Ah, erstmal einen Tee. Ah, ich warte hier schon seit Ewigkeiten auf dich. Vielleicht hast du mal einen längeren Aufsatz zugewiesen, als du erwartet hattest. Sag mir Bescheid, wenn du dich wieder mit mir treffen willst. Ergebnis T. Oder T. Ah, jetzt kann ich hier lang gehen. Nee, kann ich nicht. Revelio. Akio. Ja, was muss ich denn jetzt machen? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Levioso. Ah, und jetzt hier hoch. Und jetzt hier hoch, oder was? Nein, hoch, hoch, hoch. Hilfe! Muss ich mir jetzt hier für ein Tutorial ansehen? Das kann doch nicht sein. Ja, ich will da nichts trinken. Protego! Nun ist klar. Akio! Deine Akio-Box mit hier hin. Protego, Revelio. Ja, okay, Akio. Levioso. Oder Levioso. Okay, da ist nur Geld, so. Ja, hier muss ich hoch. Da muss ich das Accio-Ding hinmachen, glaube ich. Hier hin. Komm. Und jetzt hier hoch. Ja, sehr gut. Ja, zieh ich doch direkt mal an. Revelio.
muss ich... Ja, los, runter. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, okay, das wurde vorher nur nicht angezeigt. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Man kriegt immer, wenn man das macht, Mondstein. Revelio! Nein, nicht! Das ist nicht hilfreich. Wertloser Haufen Blech. Bin etwas empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bett. Kann ich jetzt auf Klo gehen oder was? Nee, ich kann nur abspülen. Ja, will ich jetzt aber nicht. Aha, hübsch. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Revelio. Was war das? War das ein goldener Schnatz? Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Revelio. Okay, jetzt geht's hier lang. Lass ich das jetzt erstmal in Ruhe. Ich will jetzt eigentlich zu meinem Raum. Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Okay. Flohflammen, komm jetzt. Oh, da sind Sie ja. Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deke. Wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deke hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deke. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Die kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Dick, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig. Oder gar nicht. Deke sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Wow, nun cool. Denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Muss ich natürlich erstmal umdesignen. Sie haben sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt.
Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Okay, ich habe ja schon zwei Fragezeichen-Sachen. Probieren wir es doch mal aus. Aha, Sonnenhut und Sie werden Oma. Viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Okay. Wow, ziehen wir ihn doch mal an. Sieht aber kacke aus, also kein Hut. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Okay, oha. Alles klar, kriege ich hin. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Weiß. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Bekomme ich Ressourcen zurück, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. So, ich mache das jetzt so. Verschwinden und zuweisen, beschwören. Kommt jetzt in eine so eine Riege. Ja. Zwei ist das, ne? Soll ich das einfach machen? Welche will ich denn? Ne, die sieht schon komisch aus. Nehmen wir halt die. Will ich die? 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 Die sehen alle scheiße aus. Über die. Wo will ich den tun? Hier hin, okay. So. Jetzt Kräuterkunde. Keine Ahnung, die.
Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen- oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Deek wird Ihnen bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Ich wende mich an Deek, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Okay. Ich bin bereit für die nächste Lektion. Also gut. Zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Mondstein können Sie außerhalb des... Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. So. Okay, dieser Spiegel. Hier. Oder der. Ne, lassen wir das erstmal. Teppich. Sehen alle scheiße aus. Dekoration der Saison. Kann ich doch die Bücherregale noch ändern. Revelio. Knuddelmuff-Statue, ist klar. Die sieht doch cool aus. Vom Bücherregal. So. Jetzt kann ich das, glaube ich, noch mal ändern. Kann ich den da nicht wieder wegmachen? Ich will den da nicht haben. Okay, doch, das geht. Im Moment kann ich ihn nicht gebrauchen. Was habe ich hier? Tränkestation hier. Ja, okay, ich muss nochmal zu Professor Weasley zurückkehren. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut, dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestationen und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Ich kann auf jeden Fall auch...
rechte Bücherregale haben. Bodendekoration, okay. Keine Ahnung, alle Teppiche sehen komisch aus. Größe ändern. Wanddekoration. Lieber den Pflanzentisch, wo auch immer wir den hinstellen sollen. Naja, da will ich ihn nicht haben, da ist der Eingang. Objekt rotieren. Ah. Warum ist das nicht im spielbaren Bereich? Okay, kommt der also rein. Da, was brauche ich jetzt noch? Wanddekoration. So, erstmal ein paar Sofa. I don't know. Okay, da ist... Wäre doch am besten... Wanddekoration. Ich will kein Bild. Noch einen hin. So, was brauche ich noch? Noch eine Tränkestation. Neben der Tränkestation noch eine Tränkestation. Warum ist der belegt, der Platz? Der ist nicht belegt. Ey, warum muss ich so eine Scheiße machen? Noch eine Pflanzstation. Thank you.
brauche ich von jedem noch einen. Noch eine Statue. Sieht zwar scheiße aus, aber machen wir einfach hier am Eingang hin. Und was brauche ich jetzt noch? Wanddekoration. Naja, manchmal nur ein Spiegel. Gute Arbeit. Machen wir weiter? Wo ist sie? Ich möchte neue Bücher. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Sehr gut. Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Fangen wir an. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Okay. Beschworenes und verändern Sie es mit dem Änderungszauber. Ach, die habe ich noch nicht freigeschaltet. Schade. Muss ich also noch ein bisschen warten. Ich habe ein paar Fragen zu Veränderungen, Professor. Nein, habe ich nicht. Ja? Danke, Professor. Ich habe keine Fragen mehr. Ich hatte keine Frage. Ich bin hier, falls Sie noch was brauchen. Dass sie nicht wissen, dass Deke hier ist. Och, Manu. Farbe eines Gegenstandes. Ach, schade. Also ich kann das wahrscheinlich erst später ändern. Größe ändern. Machen wir mal einen größeren Stuhl. Soll ich das ändern oder was? Ich kann doch nichts mehr ändern. Ich kann hier keine Farbe ändern. Vielleicht davon? Nein. Oder hiervon? Oh Mann, das nervt mich jetzt schon. Ja, okay, Größe von dem Spiegel, dachte ich, könnte ich ändern.
Ich wollte doch die Farbe ändern. Ich habe doch die Farbe geändert. Oh nein, nochmal. Ich möchte den Boden ändern. Oh Mann, das nervt mich jetzt schon. Größe des Gegenstandes ändern. Ändern wir die Größe von diesem Spiegel. Ich habe ein paar Fragen zu Veränderungen, Professor. Sorry. Ja? Danke, Professor. Ich habe keine Fragen mehr. Ich bin hier, falls Sie noch was brauchen. Kann ich bitte die Decke ändern? Wie soll ich denn die Größe ändern? Keine Ahnung. Wie soll ich die Größe ändern? Von ich hab doch schon. Ich hole einfach noch einen Teppich. Kein Bock mehr, machen wir nächstes Mal weiter. Ciao.